Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zahn und begrüße euch recht herzlich zu Let's Play Crusader Kings 2. Wir haben so einiges am Start hier. Unser Marschall ist der Nachfolger des Heiligen Römischen Reiches, der mit unserer Schwester verheiratet war, die aber gestorben ist. Das macht uns sozusagen auch zum Kaiser. Nee, da müssen wir mal schauen, dass wir es machen können. In der letzten Folge ist leider Hermann der Große gestorben. Oh, und wir brauchen eine Ambition. Wir haben keine gültige Ambition. Doch. Brillante. Anscheinend nicht. Tochter bekommen. Ah, Tochter bekommen. Das würde ich gerne, wenn denn unsere Frau denn da mal aus dem Kerker entlassen werden würde. Regent Alexander von Hönnene. Ermorden, heiraten, Verlöbnis, Kind ausbilden, an den Hof einladen. An den Hof einladen? Nein, weil... seine Herzogin, er liebt seine Herzogin. Okay, kein zwingender Grund zur Heilung, Grund zur Rückhaltung. Das ist okay. Habe ich mir auch so gedacht. Wachquartiere wurden Bahn gebaut. Jetzt schon. Hui, das ging aber schnell. Endlich stehe ich am Ziel des Kreuzzuges. Mit meinem Schwert in der Hand bin ich nun bereit, die Mauern von Ascalan zu erstürmen. Ausgezeichnet. Plus Prestige, plus Pietät. Unsere Armeen stehen bereit, um sich am Kreuzzug vom Königreich von Jerusalem zu beteiligen. Deus vult. Wir bekommen die Eigenschaft Kreuzritter. Sag mal, sind wir? Wir sind doch, wieso das denn? Wo sind wir denn vorne? Hat uns der Kaiser jetzt wieder mit an die Front geschickt? Unser Vater starb schon an der Front und jetzt verheizt er uns. Und selbst ist der Feigling gar nicht dabei. Seltsam. Wir schicken auch gar keine Armeen hin. Das hat sich ja nicht als praktikabel erwiesen. Oder? Ich habe mal gespielt, habe da meine Einheiten nach vorne geschickt. Alle gestorben, nichts davon bekommen. Ja, mehr gewinnen auch hier so. Okay. Hoppla, was ist denn? Mein Fürst, ich denke, dass wir den nötigen Druckmittel einen eurer Vasallen von der Teilnahme an Verschwörungen abhalten können. Wie wünscht ihr nun weiter zu verfahren? Euer getreuer Hofspitzel Ludwig von Freiburg. Den Vasallen einbinden, Graf Ulrich. Ihr macht den Vasallen durch Statuten gefügig. Der Graf Ulrich mal wieder. Den Vasallen bedrohen. Ihr macht den Vasallen durch Drohungen gefügig. Oder, mehr wünsche ich momentan nichts zu unternehmen. Statuten, also den Vasallen einbinden, das bedeutet ihn auf unsere Seite ziehen oder ihn bedrohen. Wir könnten natürlich ein kleines Himmelfahrtskommando erstellen mit dem Graf Ulrich vorne dran und das in den Heiligen Krieg schicken. Ich kann mir vorstellen, dass ihm da etwas passieren könnte. einbinden. Wiege ihn in Sicherheit. Und ja, tatsächlich, schauen wir mal. Militär, heben wir doch was aus. Da kann er ruhig. Kärnten. Nee, wo ist er? Oh, das bin ja ich selbst. Krain soll ausheben. Auersberg, ja. Ehrenwerter Herzog, habt Dank, dass ihr mich gnädigerweise an meine Pflichten erinnert. Ihr habt recht, selbstredend. Für die nahe und auf eine Zukunft kann ich euch versichern, dass ich mich an keiner Verschwörung gegen euch beteiligen werde. Unterzeichnet Graf Ulrich von Krain. Sehr gut. Seine Meinung hat sich um 10 minus 10 geändert. Dafür nimmt er an keinen Verschwörungen teil. Das mag ja alles lieb und nett sein, aber trotzdem hätte ich gerne... Kannst du nicht nichts ausheben? Nee, wir schicken dich nach vorne. Vasallen, Söldner, Vasallen. Ulrich von Weimar, Grafschaft von Krain. Da ist er doch. Angebot, Vasallen aufheben. Sehr gut. Und ihr bekommt einen Anführer, nämlich den Graf Ulrich von Krain. Der ist ja gar nicht mal so schlecht. Und jetzt ab mit euch. Mein Lehnsherr, meine Mission in Rom ist bislang ein Erfolg. Während meines Besuches am Hof von Papst Leo X. scheine ich ihn überzeugt zu haben, dass ihr ein gütiger und frommer Herrscher seid. Und er übermittelt seine besten Grüße. Grüße zurück. Euer ergebener Hofkaplan, Bischof Gottschalk von San Martino. Oh, sehr gut. Der Leo mag uns jetzt um 40 mehr und hat seine Meinung... Boah, bei 80. Sehr gut. Dann bleibt doch da und macht da eine Meinung von 100. Es kann nicht schaden, den Papst auf seiner Seite zu haben. So, und ja, geht hier hin, auch wenn das lange dauert, aber Hauptsache er stirbt. Ich hoffe, das ist nicht too obvious, was ich hier mache. Und wir sehen, dass unser Einflussgebiet immer weiter steigt. Die Blauen sind Geschwister, Gebrüder, Graf Arnold von Schweiz, unser Cousin ist das.
Und die Hellgelben, die haben auch irgendwie was mit uns zu tun. Also die sind uns wohlgesinnt. Irgendwie sind wir da auch verwurstelt. Das passt. Aber wir sind nicht verwurstelt mit Ulm und das werden wir ändern. Wir werden nicht nur verwurstelt sein, sondern wir werden es sogar beherrschen. Unser Wissen um Kavallerie-Nahkampfwaffen in Verona erhöhte sich auf Stufe 1. Sehr gut. Herzogtum erschaffen. Baron Adalberg ist nicht mehr von Wiegerich von Durlach. Istrulde, da gibt es einige Kinder, die keinen Vormund haben. Machen wir später. Kulturelle Flexibilität. Kulturelle Flexibilität, das hört sich an wie moralische Flexibilität. Die Brumhilda ist tot. Och, Schwesterherz. Was? Wie geschah dir? Wo ist unser Kanzler? Endlich, derzeit in Wittenberg. Zum Widerrufen klicken. Okay, und jetzt gehst du nach Ulm. Und ich hoffe, dass das genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Derzeit einen Bahn für Truppen ausbilden, der Marschall. Sehr gut. Militärforschung, nee. Revolten unterdrücken, brauchen wir auch nicht. Der Kämmerer Steuern antreiben. Im Baden für die Bauaufsicht. Haben wir da überhaupt noch, was zu bauen? Ja, nee. Einfacher, wehrhafter Wohnturm. Aufgebotsgröße, Garnisonsgröße plus 5. Milizübungsplatz. Auch Stall, Leichtburgdorf. Steuereinnahmen. Wir machen ihnen Geld. Wir geben Geld aus, um mehr Geld zu verdienen. Im Breisgau wird auch gebaut, das weiß ich. So, Hauptstadt erstellen. Nee. Baden ist die Hauptstadt vom Herzogtum Baden. Wenn nicht sogar Königreich Baden. Gibt es nicht auch das Königreich Baden? Nee, haben wir das nicht mal irgendwann. Herzogtum von Baden? Schade, dass wir kein Königreich bauen können. Naja, wenn wir vielleicht Ulm dazu haben, dann können wir ein Königreich Baden-Württemberg machen. Wobei es das auch nicht gab. Naja, kleiner Stall wurde in Freiburg gebaut. Sehr schön. Brumhilda starb, Mathilde von Tirol ist da. Nice. Ulm. Ah, da ist er, der Herzog, der böse Berthold. Ich kann mir vorstellen, dass er meinen Vater umgebracht hat. Apropos Intrigen. Apropos umbringen. Da, Gefangene. Oh, da haben wir immer noch 3. Schauen wir mal, ob wir die nicht zu Geld machen können. Verschwörungen, Unterstützer, Graf Adalbero von Steiermark. Du hörst sofort auf mit dieser, also, weißt du, was? Hä? Was? Moment mal, ich möchte, dass du aufhörst. Erfolgreicher Kreuzzug für Jerusalem. Haben wir gewonnen. Häuptling Baraka von Sare. Jesus hat Kaiser Heinrich den IV. Vom Heiligen Römischen Reich den Sieg in einem Kreuzzug für Jerusalem gegen Kalif Al-Mustanzir den ersten gewährt. Papst Leo X. hat einen Monat des Feierns für die ganze christliche Welt ausgerufen. Gepriesen sei Jesus. Schön, er hat gewonnen. Yeah, aber warte mal, es bedeutet ja, dass meine Truppen hier, die noch unterwegs sind, gar nicht mehr sterben können. Nice. Gibt es sonst einen Krieg? Hier, was ist mit dir hier? Wo bist du? Wer? Was? König Johann von Dänemark steht im Krieg mit dem Herzog von Livland. Sind wir da dabei? Naja. Gut, dann löst euch wieder auf. Einander auflösen. Wir werden dich wahrscheinlich im Krieg um Württemberg dann töten. Lassen. Außersehen. Ja. Das Königreich von Jerusalem. Ach, schade, dass wir uns doch nicht beteiligt haben. Gut, wir haben uns eh nicht beteiligen können. Aber, dann könnten wir jetzt König von Jerusalem sein. Und da schau her. Die Grafschaft von Hebron ist, Prinz Heinrich. Ist das nicht der, der uns töten will? Nein, das sieht anders aus, ne? Da gucken wir trotzdem lieber mal. Verschwörung beenden. Oh, jetzt hat er noch mehr Macht. Und er ist noch, was ist jetzt geworden? Prinz von Jerusalem. Hei. Und Jerusalem selbst, da ist Graf Konrad. Ah ja, da hat er aber Leute besetzt. Da frage ich mich, wie er da wohl draufkommt. Moderate Kronautorität zugestimmt. Kaiser Heinrich. Die Grafschaft Achaia änderte ihre Kultur zu Deutsch. Oh, das ist ja sehr schön. Statt Italienisch. Und Achaia ist wo? Das ist doch hier bei mir in der Nähe. Ah ne, oder ist das hier unten? Ist das hier ganz unten? Die Abruzium? Achaia gehört doch zu uns. Sag mal, bin ich. Lombardei, Greone, Mandia, Padua, Verona, Trent, Achaia. Doch, da steht es ganz groß.
Ah, sehr schön, dass jetzt sich uns angeschlossen haben, auch kulturell. Burgdorf wurde Bahn gebaut. Ja, sehr schön. Gibt es noch mehr Zeug, was uns Geld bringt? Festungsstärke, Aufgebotsgröße, Infanterie, Steuereinnahmen, Kirchendorf. Achso, hier wird gebaut. Da können wir gerade nichts machen. Und hier ist auch die Mauer im Bau. Da können wir noch was machen. Steuereinnahmen plus 1,5. Okay. Jetzt, ich hatte doch eben noch was vor. Und hab's schon wieder vergessen. Greifen Häuptling Veronika von Zorn in dänischer Krieg an. Feindlich gegenüber Oberhäuptling Sabe von Kuren. Das ist alles so weit weg. Feindlich gegenüber einem Litauer. Verteidiger, Angreifer, König Johann von Dänemark, König von Norwegen und unser Kaiser. Wir greifen gemeinsam den Häuptling Baraka an und ein paar andere Häuptlinge im Krieg um, zweiter dänischer Heiliger Krieg um Livland. Ah ja. Ja, weißt du was? Dann schick doch den Rainer dorthin. Nee, warte. Militär, Vasallen, wo ist er? Ulrich von Krein. Aufgebot der Vasallen ausheben. Sehr gut, da sind sie. Den Ulrich dazu, vorne dran. Wobei das so alt ist, der stirbt eh bald. Und wo sind sie? Da. Dahin angreifen. Viel Spaß dabei. Ah, was machen meine Ansprüche in Ulm? Beeil dich mal. Da können wir ruhig einen Ticken schneller machen. Hier oben habe ich einen Ticken schneller gemacht mit der Plus-Taste. Ich habe da meine Maus nicht bewegt. Falls jemand fragt, wie das jetzt funktionierte. So, wir sind Herzog. Jetzt kümmern wir uns mal um unsere Family. Wie können wir denn die Herzogin hier Geschenk schicken? Ach, das ist mir egal. Meinung über mich 26. Und wir halten von Maria nicht wirklich viel. Tochter bekommen. Ja, hätte ich gerne. Berta de Savoy starb eines natürlichen Todes im Alter von 50. Was interessiert uns das denn? Warum machst du denn da ein großes Tromborium drumherum? Frohe Weihnachten! Frohes neues Jahr! 1099. Ob die Leute im 1099 auch gedacht haben, oh, im Jahr 1100 geht die Welt unter. Heirat arrangieren, Verlöbnis arrangieren, Kind ausbilden. Wieso Heirat arrangieren? Das ist doch unsere Frau. Aber wenn wir ihren Lehnsherrn mal fragen, oh, hier geht was. Eine Nachricht über Heirat arrangieren habt ihr von meinem Kaiser erhalten. An den überragenden Herzog Markus I. Woher weiß er, dass ich überragend bin? Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben? Tu ich, danke. Mir schlagen vor, dass Kaiser Heinrich der Kühne und Dracina von Zähringen heiraten. Nein. Da schau her, die Dracina hat ein Heiratsangebot vom Kaiser bekommen. Heinrich der Kühne. Haha. Da akzeptieren wir natürlich. Und verheiraten unsere Schwester. Wo ist sie? Gräfin Egonsonine, Brumhilda, Christiane, Maxis. Nee, wo ist sie denn? Egonze Brumhilda. Die Dracina. Sind sie verheiratet? Yeah. Sie hat unseren Hof verlassen. Richtung Heiliges Römisches Reich. Und jetzt sind wir wieder. Jetzt ist ja praktisch der Kaiser unser Schwager. Und tatsächlich können wir so unser Machtbereich erweitern. Und wie ihr seht, da der deutsche Kaiser auch mit Frankreich verbändelt ist, sind wir jetzt auch mit Frankreich verbändelt. Und mit Gent, ganz dicke. In Gent sitzt jetzt wer? Ich weiß es nicht, aber es ist in Blau dargestellt. Ich gehe mal davon aus, dass Blau, dass man die zu Hilfe rufen können, wenn es zum Krieg kommt. Und ja, jetzt reicht unser Einflussbereich mehr oder weniger von der Ost- und Nordsee bis runter an den Golf von Venedig zum Mittelmeer. Und im Mittelmeer geht es dann weiter bis nach Hebron. Nicht wirklich so ganz, da fehlt noch hier ein bisschen, dass wir hier komplett durchlaufen können. Aber ja, wer mit mir cool ist, der kann hier wirklich, hoiuiui, der erlebt einiges. Wo ist der, mach mal hier ruhig weiter, damit ich sehen kann, wann und ob er denn bald stirbt. Sag mal, der Krieg ist vorbei, oh, der Krieg ist vorbei, du kommst auch immer zu spät.
Die Assassinen bereiten sich nach Hünen aus. Die Hashashin, der trügerische Orden der Assassinen, haben ihren Einfluss in Syrien ausgeweitet. Ein Zweig ihrer Sekte ist in der Bergfestung von Masyaf gegründet worden. In der Bergfestung von Masyaf. Wo ist das? Gehe dahin. Hassan ist unfähig. Ah ja, geht zum Charakter. Dann muss dann hier wohl sein. Okay, oh Gott, ist das so weit weg. Was interessiert mich das denn? Wo aus sie die umliegenden Landschaften kontrollieren. Über das gesamte heilige Land jagen die Assassinen nun alle, die sie als Hindernisse für die obskuren Pläne betrachten. Für ihre obskuren. Vielleicht soll man sie ernst nehmen. Ach Quatsch, guck mal, das ist doch am anderen Ende der Welt. Das kann mir doch egal sein. Ich sehe hier auf die Schnelle leider keinerlei Gebiete oder Feinde, die mir angreifen könnten. Von daher löst euch wieder auf und wartet darauf. Ilsa starb nach einer Krankheit. Wieso haben die, das sind die, ich kenne sie doch, die Niederlothringer. Warum haben die ihre Truppen ausgehoben? Ich weiß es nicht. Zurück nach Baden, ins schöne Badenerland. Kennt ihr das Badenerland-Lied? Ich werde es jetzt nicht singen. Vielleicht irgendwann anders mal. Oh, was ist hier passiert? Wir waren doch mit euch eigentlich cool, Crisson. Was ist da passiert? Graf Domenzio von Crisson. Seltsam. Ja, jetzt müssen wir, wenn wir über Alpen gehen, dann ist das nicht mehr so toll. Ach ja, hier, bevor das hier weitergeht, erstmal Kindern Vormund geben, die Christiane. Die Christiane bekommt einen Vormund. Kind ausbilden lassen. Von wem? Mir wurde gesagt, irgendwie vom Ludwig. Oh, Ludwig will verheiratet werden. Und der Ludwig hält von mir, ja, 44. Das passt doch noch. Meine Meinung von ihm. Ja, geben wir sie bei Ludwig in Auftrag. Und, genau, dann schauen wir mal unsere Vasallen an, während wir die Zeit langsam weiterlaufen lassen. Genau, da gehen wir, können wir da jetzt nicht eine Übersicht? Warte, das geht hier unten mit der Charaktersuche. Vasallen durchsuchen. Jetzt habe ich hier alle meine 15 oder mehr Vasallen. Und können auf ihre Wünsche eingehen. Zum Beispiel Friedrich, unser Kämmerer. Nee, der Kämmerer von Mantua würde gerne verheiratet werden. Und das kann er ruhig haben. Da bin ich wieder zu haben. Heirat arrangieren. Heiliges Herzogtum von Verona. Und wen, das kann jetzt eigentlich fast schon egal sein. Wie wäre es denn mit unserem Höfling hier? Von Durlach, Deutsch, sie kann eh nix, oh, will aber auch verheiratet werden. So haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zack. Dann will der Popo Kämmerer werden. Das war er ja schon und wir haben ihn davon abgehalten. Sorry. Ach, Popo von Baden will Kämmerer werden und Popo von Treviso will Hofkaplan werden. Da kann ich leider auch nicht drauf eingehen, denn du hast gerade mal eine Fähigkeit von 3. Als Gelehrter. Ich akzeptiere euren Vorschlag, hier Leute zu heiraten. Sehr gut. Wobei wir jetzt eine Frau aus unserem Gefolge weggeschickt haben. Das ist okay. Der Kanzler von Krain möchte heiraten. Der Kanzler von Krain. Mit dem will ich mich gut stellen. Graf Ottokar von Steiermark. Hat Grafschaft von Steiermark einen anderen Titel von Graf Adalberto von Steiermark geerbt? Ottokar, was hältst du von uns? Du, ja, viel, sehr gut. Regent, Ottokar, Nachfolger, Günzel und ich bin ein Lehnsherr. Ich bin ein Lehnsherr. Wie alt bist du? 15. 15. Da können wir eine Heirat arrangieren. Ah, nee, für dich selbst. Nee, nicht Heirat arrangieren. Ehe arrangieren, wo steht das? Ehrentitel verleihen. Verlübnis arrangieren. Zukünftige Braut und Bräutigam auswählen. Die selbst können wir da gar nicht. Dann bist du wohl schon vergeben. Naja, egal. Und achso, das ist ja gar nicht so wichtig, was die alle wollen. Das ist ja nur, wichtig, wenn wir denn dann schauen, dass die Leute uns mögen. Zum Beispiel Thomas, der Kämmerer von Akia. Die ganzen Akianer mögen mich nicht so. Aber weißt du was? Ich werde dafür sorgen, dass du eine wunderhübsche Frau bekommst. Ex-Kommunikation ersuchen. Nein. Verlöbnis, Heirat arrangieren. Da haben wir doch bestimmt... Meine Mutter! Nein! Meine Mutter wird nie wieder heiraten. Sie will Hofspitze werden. Na. Svetlova, Prinzessin von Polen. Prinzessin? Nee, für eine Prinzessin ist es dann noch... Höfling! Hier ist immer noch richtig bei den Höflingen. 41, 46. Wie alt bist du? 49? Oh ja, dann passt doch eine von den beiden. Die hier kann sehr gut Höflinge baden, Portugiesisch, Okzitanisch, Deutsch.
Binhilde, ja, vielleicht eine, die uns nicht so mag. Du kannst weg, du bist hinterlistig und magst auch heiraten. Von Freiburg Deutsch, ja, ich sehe da kein Problem. Ja, sehr gut. Ach so, mögen sie uns, mögen die beiden uns dann eigentlich mehr? Ich hoffe es doch mal, wenn wir sie verheiraten. Ist ja genau das, was sie sich wünschen. Höflinge Bahn, ich möchte nicht, dass Höflinge meiner mich nicht mögen, deswegen werde ich ihm einen Ehrentitel verleihen, der Mundschenk oder doch der Jägermeister. Meinung plus 10, der Mundschenk ist plus 15, wobei der Jägermeister dann doch besser ist. Ich glaube, zum Mundschenk, da vertraue ich ihm noch nicht ganz. So, gibt es noch jemanden, der mich nicht leiden kann? Ja, der Ottokar. Und, Ansprüche auf Herzogtum von Kärnten. Ich akzeptiere euren Vorschlag, dass die beiden heiraten. Sehr gut. Und dir auch. Du bekommst auch einen Ehrentitel. Geschenk schicken. Landtitel? Nein. Jetzt haben wir keine Ehrentitel mehr. Schade. Für den Mundschenk hat es dann doch nicht gereicht. Mal so. Ich stelle das gar nicht in Frage. Ich akzeptiere das einfach. bitte. So. Soweit, so gut. Wir sind relativ beliebt. Wir schauen lieber nochmal, was an unserem Hof so geht. Ob es hier noch Leute gibt, die irgendwie gegen mich intrigieren. Apropos intrigieren. Da müssen wir nochmal schauen, dass der Prinz Heinrich jetzt seinen unseren Graf Berthold hier zur Unterstützung. Verschwörungsunterstützung. Auffordern, das Vorhaben nicht weiter zu unterstützen. Von Baron Berthold verlangen, das Vorhaben, mich zu töten, von Prinz Heinrich nicht weiter zu unterstützen. Wenn er ablehnt, hätten wir einen Grund, ihn anzuklagen. Verschwörungsunterstützung beenden von ihm. Und da sagt er, ja, war kein Widerstand. So sieht das aus. In 7, 6, 5, 4. Christiane von Zähringen ist ein Volljähriger. Sie wird Meistertheologe. Das freut mich, Christiane. Mein Lehnsherr, meine Mission ist Rom, ist voller Erfolg. Da Papst Leo jetzt so viel von mir hält, würde ich dann doch sagen, gehst du mal wieder woanders hin und kümmerst dich um anderes Zeug, wie zum Beispiel die Kulturforschung in Baden. Dankeschön für deine Arbeit. Erhöhte sich meins. Mein Lehnsherr, auf geht es ja mit euch. Peace! Ich nehme eure Forderung an. Ich werde Prinz Heinrich Zweifel auf dem Plan für Herzog Baden für Mist zu töten nicht länger unterstützen. Wenn ich dir vorlese und das dann sich nach ganz schlechtem Deutsch anhört, dann liegt das einfach daran, dass ich zum einen die Grammatik dann während des Lesens so anpasse, dass sie uns meinen, zum anderen daran, dass ja die Textbausteine nicht immer zusammenpassen. Das sei mir verziehen. Hof. Ulrich von Eppenstein, Gefangener in Baden. Du... Grafschaft von Kleve. Warum haben wir dich überhaupt noch gefangen? Wo ist er? Ulrich. Seit 6 Jahren schon. Gefangenen freikaufen? Ja. 10 Gold? Ach ja, warum nicht? Senden. 7, 6, 5, 4, 3, 2 Tage. Und dann ist er auch schon wieder frei, hoffe ich doch. Kuno! Nee, dann wirst du es im Friedrich von Bremen. Friedrich von Bremen, der für den kriegen wir nix. Warum haben wir euch eingekerkert? Friedrich von Bremen, Deutsch. Er mag uns eigentlich. Ist er eine Gefahr, wenn er doch in Bremen ist? Uns selbst nicht. Weißt du was? Hoppla. Wir werden ihn freilassen, um der Welt zu zeigen, was für ein gütiger Herrscher wir doch sind. Wo ist er jetzt? Aus dem Kerker entlassen. Meinung von mir um 10 erhöht? Sehr gut. Und sofort möchte heiraten. Kaum aus dem Kerker draußen, schon ist alles toll. Intrige, Verschwörung. Jetzt können wir ja Heinrich mal fragen, ob er nicht doch mal die Verschwörung irgendwie auflösen will. Verschwörung beenden. Immer noch Grundzurückhaltung, aber ist auch das Einzige. Wobei, jetzt hat er Macht gewonnen. Früher war hier wenigstens noch kleine Pluszeichen, weil es ihm an Macht gefehlt hat. Schwacher Anspruch auf Herzogtum von Savoyen. Oh ja, sehr schön für ihn. Der letzte Gefangene ist Kuno. Ginge es nach meinem Willen, dann wäre die Welt ein spaßiger, wenn auch chaotischer Ort. Halte ich mich hingegen weiter an die Gesetze, wäre die Welt zwar weniger chaotisch, dafür aber deutlich langweiliger. Ich muss mich entscheiden, ob... Möge meine Herrschaft beginnen, 70% Chance auf... Die Eigenschaft erhalten willkürlich und willkürlich wird uns bei Verwaltung und Bildung minus 2, minus 1 bringen, respektive minus 1. Das mögen wir nicht. Möge sich Gerechtigkeit immer durchsetzen. 20% Chance, Markus erhält gerecht.
gerecht und dann werden wir zu 20% plus 2 Verwaltung plus 1 Bildung bekommen. Warum sollten wir dann überhaupt willkürlich wählen? Nein, ich bin für Gerechtigkeit zu haben. Und hat keine Auswirkung. Na, dann haben die 80% zugeschlagen statt den 20%. Es gibt einen Krieg. Mit dem Sultan. Wo ist er? Komm her. Du bist aber weit weg. Wie soll ich denn da hinkommen? Höchstens mit Schiffen. Ha, wir finden auch einfach keinen Krieg, in dem wir unseren Ulrich irgendwie verheizen können. Bitte. Reichsrömischer Heiliger Krieg um Capua. Friedrich von Bremen wurde von uns entlassen, genauso wie der Ulrich von Epstein. Burgdorf wurde in Freiburg gebaut. Emesine ist weg. Popo wurde Jägermeister. Ottokar hat einen Titel geerbt. Ottokar ist nicht mehr Vormund vom Graf von Steiermark. Okay. Adalberto von Steiermark starb. Beatrix ist weg. Ilsa starb. Fertig. Wir haben wieder Geld, Zeug zu bauen. Bauen wir Baden weiter aus, würde ich sagen. Wachquartiere, Burgdorf. Das geht nicht. Holzpalisade wurde gebaut. Ah, wenn wir die Holzpalisade bauen, können wir das Burgdorf erweitern. Sehr gut, mach das. Und wie sieht es bei dir eigentlich aus, sag mal? Bist du bald fertig mit den Ansprüchen, die zu fingieren? Ich möchte das bitte jetzt noch machen. Zu Lebzeiten. Oh, wie kriegen wir nur meine Frau aus dem Kerker? Wir haben ja schon 2 Söhne. Einer davon muss aber sterben. Wenn wir sterben, Titel Ansprüche, oder? Nee, zeig mal. Moment mal. Ah, nee, doch keine Ansprüche. Aber, jetzt pass mal auf. Nachfolger, genau, Dynastie von Zeng. Nachfolger auf Herzogtum von Masowien, Baden und ein paar Grafschaften. Das ist nicht gut, denn er hier erbt dann alle anderen, das ganze italienische Zeug. Ich kann da nichts ändern, oder? Gesetze. Nee. Regiert seit mindestens 10 Jahren. Und kein Vasall hat eine negative Meinung von uns. Das kriegen wir hin. 10 Jahre regieren. Ah, nee, hier, um das Erbfolgerecht zu. Müssen wir. Da muss um Kaiser ausgehen. Engelbrecht und Zähringen hat, wie gesagt, die hier und Nachfolger auf Herzogtum von Kern, Herzogtum von Verona und der Nikolaus, der erbt gar nichts. Wir müssen den Hermann töten. Aber wenn wir keine Nachfolger haben, geht alles weg. Heieiei, das ist aber auch wirklich zu viel des Guten. Stadtaufgebote, Kirchensteuerung minimal, passt alles. Schön, dass mal Friedenszeiten da sind. Lehnseher, komm, das muss doch irgendwie klappen. Ermorden, da haben wir gar keine Heirat arrangieren, verlobtes Kind ausbilden, exkommunizieren. Bietet an, euch den Krieg anzuschließen. Heiliger Krieg um Livland. Wisst ihr was, das machen wir, um uns bei ihm anzuschleimen, in der Hoffnung, dass er unsere Frau aus dem Kerker rausgehen lässt. Dann führen wir mal wieder Krieg. Ihr habt viel Erfahrung in allen Bereichen der Kriegsführung gesammelt und werdet diese Kenntnisse in künftigen Schlachten anwenden können. Auf welchen Bereich wollt ihr euch besonders konzentrieren? Spezialisierung auf flaches Gelände. Erhält die Eigenschaft Experte für flaches Terrain und bekommt da Kampfboni. Spezialisierung auf Kavallerie. Erhält die Eigenschaft Anführer der Kavallerie und bekommt Boni auf Kavallerie, aber Malus bei Infanterie. Spezialisierung auf leichte Infanterie. Da wird es wohl andersrum sich verhalten. Ja. Bonus auf Infanterie, aber... Oh, auf leichte und schwere, da wird auch ein Unterschied gemacht. Heieiei. Das kann es eigentlich egal sein, wir werden ja so gut wie nicht. Hier beim flachen Gelände haben wir wenigstens, Eben ein Ackerland. Das wäre gut, wenn wir nur im Norden kämpfen würden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mehr... Sag's mir. Württemberg und Ulm alles. Dass das nicht unbedingt als flach gilt. Deswegen würde ich dann doch sagen, leichte Infanterie, schwere Infanterie. Dass man da auch minus 10% auf das andere bekommt. Leichte Infanterie, wir nehmen leichte Infanterie und merken uns das.
So, haben wir den Krieg jetzt angenommen? Nee, warte. Lehnsherr, der Kaiser Heinrich der Kühne. Haha. Okay, dem König bieten wir jetzt an, uns am Krieg... Ah! Uns am Krieg zu Bischof Hessostab, okay. Heiliger Krieg senden. In Betracht mir erwarten die Antwort in Ja an den glorreichen Herzog, eure Weisheit in Ehren. Ich nehme euer Angebot, mich in meinem Krieg zu unterstützen, gerne an. Lasst unsere Feinde erzittern. So, dann ist es mal wieder Zeit für Krieg. Oh Gott, ich nehme ja schon seit was weiß ich wann auf. Ja, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall einen Cut. Und dann freue ich mich darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es heißt, let's fight a war gegen irgendwen da oben im Nordosten, glaube ich. Ich sehe die Gegner gar nicht. Wo sind die Gegner? Weiter rein, haben wir auch Einheiten sehen. Naja, vielleicht finden wir sie das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Egonson.